Was? Und nächste Megabox, 7. Oh mein Gott, Alter. Da ist einfach mal der neue Brawler Surge. Ziehen wir jetzt den Mecha Paladin Surge Skin. Trage doch gerne Creator Code Clash Games bei dir im Shop ein, um mich kostenlos zu unterstützen, wenn du dir etwas mit Juwelen kaufst. Der Hypermerch. Verfügbar ab 18.07. um 14 Uhr auf dermerch.de. Streng limitiert auf 3000 Stück. Ja Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja Mann, wie ihr es hier gerade seht, ich bin hier auf einem Zweit-Account, beziehungsweise auf einem neuen Account, den ich gerade eben erstellt habe. Und wie ihr es vielleicht wisst, gestern hat die neue Season begonnen. Vielleicht habt ihr auch beim 48-Stunden-Livestream reingeschaut. Wir haben 48 Stunden auf diese neue Season zusammen gewartet. Ich bin ja auch übrigens gerade noch bei Lukas und werde hier gerade nochmal schnell das Video aufnehmen, denn ich werde heute hier auf einem neuen Brawl Stars Account den kompletten Brawl Pass einmal durchkaufen. Wir werden mal gucken, wie viel das so bringt. Ich werde den hier mir einfach mal komplett sozusagen anschauen und mal gucken, was es hier so für nice Sachen drin gibt. Ich hoffe einfach mal, dass es so funktioniert, dass ich so Münzen und sowas nicht einsammeln muss. Aber ansonsten werden wir das Ganze machen, weil vorhin hat es ein bisschen rumgebackt. Leute, mich würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einfach mal wieder einen fetten Daumen nach oben geben könntet, wenn ihr solche Sachen auch feiert. Lasst es mal probieren, hier für diese neue Brawl Pass Season auf diesem Video direkt die 12.345 Daumen nach oben zu erreichen. Würde mich sehr freuen. Und falls du noch kein Abonnent meines Kanals sein solltest, lass doch gerne mal ein kostenloses Abo da. Schaut euch das hier mal an. Wie krass ist das bitte? Am 18.07., also jetzt in nicht mal mehr 2 Wochen, kommt der neue Hashtag Danita Hypermerch raus, Leute. Schaut euch das an. Eine richtig geile Box, limitiert auf 3000 Stück auf damage.de. Ab 14 Uhr dann am 18.07. erhältlich. Und ihr seht hier schon mal, wir haben hier schon mal die erste Sache an. Und zwar das überarbeitete neue Danita-Logo. Richtig geile Sache mit Bruce am Start. Ja. Und was gibt es denn hier drin, Leute? Zum einen haben wir hier den Schlüsselanhänger. Auf der Rückseite seht ihr es mit unserer Unterschrift eingraviert. Von vorne sieht der so aus. Der ja, aus richtig Metall, nice ne? Sache. Genau, es ist ein Metallschlüsselanhänger. Dann als zweites eine richtig geile Sache. Und zwar ein Original der Nita Plüschbär. Schaut ihn euch an, Leute. Wie geil ist der bitte? Richtig nice Sache. Und dann natürlich auch noch ganz standardgemäß hier eine Hansinius Autogrammkarte, Vorderseite und Rückseite limitiert auf 3000 Stück. Und dann die letzten drei Sachen sind hier nochmal 3 nice Sticker. Und wie gesagt, das T-Shirt gibt es auch dazu. Und dann die nice Box. Sieht auch mega, mega cool aus, muss ich sagen. Haben wir auch hier so eine kleine Prägung sogar drauf. Ja. Bessere Versandzeit auch im Start, Freunde. Also gönnt euch. Also Leute, ihr habt es gehört. Gönnt euch auf jeden Fall den Merch. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir hier erstmal an. Als allererstes würde ich sagen, brauchen wir natürlich erstmal ein paar Juwelen. Und natürlich gerne 3 Creator Code Clash Games bei euch im Shop ein. Damit könnt ihr mich kostenlos supporten. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal 2000 Juwelen. So, let's go. 2000 Gems sind am Start, Freunde. Und ich würde sagen, wir starten dann direkt jetzt hier mal in den Brawl Pass rein. Als allererstes kaufen wir uns natürlich hier das Brawl Pass Angebot, 249 Juwelen plus 10 Stufen, nice Sache, auf geht's. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu dem eher langweiligen Part. Und zwar muss ich jetzt hier einfach mal im Speed-Vorgang bitte gerne einmal vorspulen, bis zu Stufe 70 alles durchkaufen. So, und der Brawl Pass wurde einmal komplett durchgekauft. Eieieiei, Freunde. Und jetzt geht es los. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal den Free Pass ein und gönnen uns jetzt hier einfach mal den Kram, der hier drin ist. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir hier reinlacken werden und vielleicht sogar den ein oder anderen Brawler ziehen. Wobei, mir fällt gerade ein, wir können jetzt auch die Sachen einzeln einsammeln. So, jetzt haben wir schon mal den ersten Punkt. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal gucken, dass wir hier quasi nur die Box einsammeln und alles andere erstmal ignorieren. Das sollte jetzt auch klappen. Perfekt, genau so habe ich mir das vorgestellt. Denn ich meine, Münzen sind ja relativ uninteressant. Ich meine, wir können am Ende vielleicht noch die Powerpunkte einsammeln. Aber sonst, ja, brauchen wir es auf jeden Fall nicht. So, jetzt ziehen wir auf jeden Fall erstmal den guten Kevin. Was geht ab? Ich glaube, ich nehme mir jetzt auch erstmal vielleicht die, ja komm. Ah, jetzt, Digga, jetzt, ach Mann.
Ja, ich merke auf jeden Fall auch noch, Freunde, dass wir den Stream gerade eben erst abgeschlossen haben. Jetzt habe ich aus Versehen schon mal oben was aufgemacht. Das wollte ich gar nicht machen. Aber egal, fehlt noch eben ganz kurz der super seltene Brawler. Und dann haben wir auch schon die vorgegebenen durch. Und da ist der erste Brawler. Und zwar Rico, Freunde. Was geht ab? Herzlich willkommen. Und ab jetzt können wir hier, wie gesagt, einfach mal alles ziehen. Und hier ziehen wir natürlich direkt erstmal nichts raus. Ja, moin. So, ich glaube, ich heb mir die Megaboxen, wie gesagt, ein bisschen auf. Das wollte ich eigentlich sagen. Und öffne erstmal so die großen Boxen und die kostenlosen Brawlboxen. Wenn wir hier schon die Möglichkeit dazu haben. So, weiter geht's hier mit der großen Box. Und hier ziehen wir auch was raus. Und zwar die Supercell-ID. Was geht ab, Barley? Weiter geht's hier mit der nächsten großen Box. Da ziehen wir leider nichts raus. Und da ziehen wir schon mal die Boxerin. Was geht ab? Aktuell ist das Luck noch nicht so krass am Start. Also wir haben jetzt tatsächlich nach den vorgegebenen Brawlern erstmal nur die Boxerin gezogen. Und ein bisschen, aber was haben wir natürlich ja noch vor uns, Freunde, ne? So, jetzt haben wir hier die letzte große Box aus dem Free Pass aufgemacht. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz nach vorne und machen hier jetzt nochmal im kostenpflichtigen Part die großen Boxen auf. Und gucken mal, ob wir hier vielleicht nochmal was rausziehen, bevor es gleich zu den Megaboxen kommt. Ich muss sagen, ist auf jeden Fall ein cooles Prinzip, dass man jetzt hier nicht nach und nach die ganzen Sachen einsammeln muss, sondern halt sich aussuchen kann, was man machen möchte. Und muss jetzt hier auch nicht irgendwie so Münzen oder sowas zwingend einsammeln oder 20 Juwelen oder sowas. Ich meine, die werden wir uns auch noch einsammeln, weil wir dann vielleicht am Ende nochmal ein paar Sachen im Shop uns kaufen können. Aber sonst ist es ein bisschen so... Naja, ich will nicht sagen unnötig, aber so mir zum Beispiel bringen halt Münzen nicht so viel. Oh, was? Lol, wir ziehen schon mal Mortis. Und wir hatten irgendwie 69 Juwelen oder sowas. Also damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet, dass wir jetzt hier direkt einfach mal Mortis ziehen. Das sind easy nochmal 5 Punkte hier. Ich meine, ich mache jetzt zwar kein Battle, aber wir können ja trotzdem so ein bisschen mitsehen, ob sich der Brawl Pass lohnt. Das wollt ihr hier auch in diesem Video ein bisschen herausfinden, Freunde. An sich muss ich schon sagen... Hier sind nice Skins, auch nice Pins mit bei. Also Pins habe ich tatsächlich auch auf dem Hauptaccount noch nicht so viele. Da habe ich zwar alle aus dem Brawl Pass, aber sonst auch noch nicht so viele. Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal weiter mit der ersten offiziellen Megabox. Und wir ziehen nur 5 verbleibende. Ja, moin. Und nächste Megabox. 7. Naja, immerhin 7 verbleibende, Freunde. Jetzt bitte hier kein Gadget mit dabei. Das wäre echt lost. So. Natürlich ist ein Gadget mit dabei. Warum sage ich, es sind sogar 2 Gadgets. Warum sage ich das überhaupt? Junge. Das aktuell gönnt auf jeden Fall der Brawl Pass noch gar nicht in den Megaboxen. Wir haben die großen Boxen sogar mehr gegönnt. Mit dem Mord ist hier mit dabei. So, machen wir weiter. Nächste große, nächste Megabox. Und da ziehen wir 6 verbleibende. Und ziehen wieder ein Gadget. Junge, ich habe noch nicht mal alle super seltenen Brawler. Was ist das denn? Wieder 6 verbleibende. Okay, jetzt geht's langsam los. So, und wir ziehen Karl die Kloschüssel. Was geht ab, Karl? Herzlich willkommen. Schön, dass du im Stab bist, ne? Und weiter geht's. Wieder 6 verbleibende. Okay, jetzt geht's langsam los. Und wir ziehen Daryl. Was geht ab, Darul? Nice, herzlich willkommen, Bro. Und die nächste Megabox und 5 verbleibende. Okay, okay, okay. So, dann machen wir jetzt weiter mit der vorletzten Megabox. Und hier ziehen wir leider auch nichts raus. Lul. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Das heißt, ich würde sagen, jetzt sammeln wir erstmal wirklich nochmal alles hier im Brawl Pass ein. Auch nochmal die Juwelen und die Münzen jetzt, wo wir gerade sowieso dabei sind. Jetzt können wir auch mal hier die Powerpunkte hoffentlich für einen Brawler einsetzen, warum auch immer es davor noch nicht ging. Und nochmal 10 Juwelen. Also was mit den Juwelen, muss ich schon sagen, ist ja eine ganz nice Sache. Also es gibt natürlich keine Juwelen mehr jetzt in kostenlosen Boxen. Ah, Leute, ich habe eine Box vergessen. Ja, moin. Und da ziehen wir auch nochmal Penny raus. Es gibt ja zwar keine Münzen mehr in Boxen, aber so ist es eigentlich auch
Ich meine, nicht schlecht so. Beschweren kann man sich da eher weniger. Ich meine, man kriegt ja trotzdem immer noch Juwelen umsonst, wenn man jetzt hier den Brawl Pass durchspielt. Dann auch nochmal die Münzen, nochmal Münzen und nochmal Powerpunkte für Mortis setzen wir hier ein. Und let's go. Dann aber erstmal. Nein! Jetzt muss ich Search einsammeln. Okay. Also Leute, wir sammeln jetzt einfach mal Search ein. In 3, 2, 1. Let's go! Oh mein Gott, Alter, da ist einfach mal der neue Brawler Search. Richtig nice Sache, da haben wir ihn jetzt auch mal am Start und jetzt kriegen wir auch nochmal die ganzen Pins für ihn. Also den Pin finde ich schon ganz geil, den wir gerade bekommen haben. Nicer Pin für Search auf jeden Fall, den sammeln wir jetzt hier auch nochmal eben ganz kurz ein. Oh, der ist auch cool, dieser Daumen nach oben Pin, den feiere ich auch. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, habt ihr schon viele Pins, Freunde? Also ich habe tatsächlich auf dem Hauptaccount noch fast gar keine Pins. Und jetzt gibt es ja auch übrigens legendäre Pins. Das ist jetzt hier zum Beispiel so ein legendärer Search Pin. Da ist der nächste legendäre Search Pin und der nächste legendäre Search Pin und der nächste und der nächste und der nächste und Münzen und der nächste legendäre und dann nochmal ganz kurz 500 Powerpunkte für Karl Kloschüssel. Und der letzte nice Pin. Und dann ziehen wir jetzt den Mecha Paladin Search Skin. Ich würde sagen 3, 2, 1, go! Oh ja, Mann! Der sieht auch richtig, richtig geil aus. Also wirklich ein sehr, sehr geiler Skin. Ich zeige ihn jetzt hier euch nochmal ganz kurz in der Übersicht. Das ist hier der Mecha Paladin Search Skin, also den muss ich sagen, den fühle ich echt, ist ein richtig geiler Skin. Zu guter Letzt können wir jetzt hier nochmal ganz kurz die Megaboxen aufmachen, die wir hier noch im Shop haben. Und da ziehen wir nochmal 6 verbleibende, ne? Nice. Und die Bohrmeisterin, was geht ab? Bohrmeisterin, hi, hi, hi. Dann machen wir nochmal eben kurz hier die Megabox auf. Okay, wir haben noch 2 große Boxen, mal sehen, ob wir da noch was rausziehen. Und nee, leider nicht. Das heißt, ich muss sagen, ich bin nicht ganz so damit zufrieden. Also das Beste, was wir gezogen haben, war tatsächlich Mortis und danach Surge. Also es geht auf jeden Fall besser. Da habe ich mit dem ersten Brawl Pass ein bisschen mehr Glück. Also, keine Ahnung, vielleicht habe ich da nochmal in dem nächsten Opening Battle oder sowas, wenn ich den Brawl Pass aufmache, ein bisschen mehr Glück. Ansonsten, Leute, will ich sagen, war es hier mit dem Video. Lasst auf jeden Fall nochmal einen fetten Daumen nach oben da. Kauft euch den Merch. Schaut bei Instagram vorbei, schaut bei TikTok vorbei. Tragt Creator Code Clash Games ein. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.